Hallo und herzlich willkommen hier von der IAA in München. Und heute sehen wir uns mal das Konzept des ID.5 GTX an. Aber so wirklich ist das eigentlich kein Konzept mehr. Wir sehen hier schon ein recht realitätsnahes Auto. Von vorne sehen wir hier eindeutig, das ist wie ein ID.4 GTX. Also hier an der Front hat sich eigentlich recht wenig verändert, auch wenn die Folie etwas ablenkt. Das Spannende an diesem Fahrzeug ist eigentlich, wenn wir ans Heck gehen, denn hier am Heck sehen wir diese Coupé-ähnliche Form und das bedeutet auch einen Spoiler hier, der das ganze Fahrzeug deutlich sportlicher macht. Es ist einfach ein Coupé-SUV auf Basis des ID.4 GTX. Und sieht deutlich sportlicher aus.